Er hat genug von Erdogan. Der Münchner Anwalt Hubertus von Sprenger will nicht mehr für den türkischen Staatspräsidenten arbeiten. Von Sprenger war angetreten, um für Erdogan das Schmähgedicht des TV-Satirikers Jan Böhmermann verbieten zu lassen. Jetzt hat er sein umstrittenes Mandat niedergelegt. Der Branchendienst Media hatte zuerst darüber berichtet und nannte als Grund die wiederholt von Erdogan geäußerten Nazi-Vergleiche. Von Sprenger soll konkret gesagt haben, mein Vater saß während des Nationalsozialismus wegen seiner politischen Betätigungen im Gefängnis. Ihm habe das Konzentrationslager gedroht. Die verbalen Attacken von Erdogan hätten ihn persönlich betroffen. Von Sprenger hatte für den türkischen Staatspräsidenten einen Teilerfolg erzielt. Böhmermann darf die ehrverletzenden Verse nicht wiederholen. Der TV-Moderator möchte die Entscheidung anfechten. Wer der neue Anwalt Erdogans werden wird, ist offenbar noch nicht geklärt.